konnte nicht hier so stehen lassen. Das war voll. Und bei dieser Hitze ist Kacke. Ah, stimmt schon. Ja. Und dann musste ich aus der Range gehen, weißt du, vom Mikrofon. Gehört habe ich dich zwischendurch. Irgendwas hast du gesagt, aber es war nur so stocken. Ob ich noch lebe oder so, oder? Irgend sowas. Ja. Und ich konnte nicht schreien da draußen. Achso, und ich habe mir schon ein bisschen Essen zusammengesucht. Ich werde dann ein bisschen essen, wenn es okay ist. Ich habe Mixed Pickles. Ich wollte irgendwas dazu essen. Ich habe noch so Lasagne immer noch. Und ich Gurken habe ich nicht so Lust irgendwie. Aber ich habe Mixed Pickles gefunden. Kennst du das? Nee. Das ist so auch so wie ein Essig, wie Gurken eingeweicht. Wo ist das vierte Ding da? Kopfhörer zusammensuchen. Da drin alles. Mixed Pickles. Cornichons, Blumenkohl, Zwiebel, Paprika, Karotten, Mais und sowas. Ist halt ganze Stücke. So wie Gurken eingelegt, halt nur Zwiebel, Karotten und Mais eingelegt. Die Zwiebel Ah, schmecken klingt eigentlich geil. ganz geil. Manchmal sind die auch in den Gurken. Es gibt auch die ganz alleine. Mal gucken. Ich mir da Hey, mal. ich müsste heute eigentlich Pizza backen. Ich habe Teig Ja? im Kühlschrank. Cool. Machst du das danach oder was? Ja, es kommt darauf an, wie müde ich bin. Wenn ich zu müde bin, mache ich einfach irgend so ein Licht aus. Achso. Nudeln oder vielleicht knall ich mir auch einfach ein bisschen Rotkohl Ja? und ein bisschen Kartoffelbrei rein, einfach nur um was im Magen zu haben. Manchmal bin ich schon so hungrig, dass ich mir nicht mal was zu essen kochen kann. Oder du bist zu müde, oder? Oder kraftlos. Ja, so beides dann. Aber ich glaube, Verstehe. heute ist dann schon eher kraftlos als müde. Letzten zwei Portionen Lasagne hier. Ganzes. Jetzt dieser komische Bret da, oder? So ovales Ding da. Voll gemacht. Die ganze Familie. Kann man essen von Donnerstag bis jetzt. Aber irgendwie sind diese Mixed Pickles sehr trocken, wenn man sie aus diesem Ding raus. Vielleicht mixe ich das so als Salat ein bisschen. Ich habe so starke Nacken- und Kopfschmerzen und Augenschmerzen, so richtige Migräne, dass ich echt nicht weiß, ob ich noch fahre heute. Muss ja sagen. Okay. Ich kann meine Augen nicht mehr offen halten, so konzentriert. Geht halt nicht. Wenn ich blinze, tut es weh. Das sticht so richtig Seiten schläfen, an den Schläfen. Nicht genau, ob ich da so fahren kann. Ich dachte, es wird besser, wenn ich mich ein bisschen ablenke, aber das Konzentration macht das halt genau das Gegenteil. So Gurken sind auch drin. Wann bist du denn wieder da das nächste Mal eigentlich, oder? Noch her, nach dem Schlafen. Achso, das war cool. Ich habe jetzt schon wieder eine. Was ist meine Racing-Schicht? 7 Stunden 34, sagen wir 7 Stunden, davon bin ich gecruised ein bisschen. Oder ja, 6,5 mit viel AFK und Gelaber. Schwierig, schwierig. Bisschen Dressing getan auf das Ding. Mir jetzt eigentlich auch, im Endeffekt ist mir das auch egal, ob ich jetzt nur, auch wenn ich nur eine Stunde gefahren wäre, wenn meine Werte einfach zu krass werden, dann kann ich ja nicht mehr. Weißt du? Das habt auch ihr mir beigebracht, soll ich dann Fanta machen. Und mit den Fußschmerzen, okay, den kann ich zwingen. Der teilt es mir dann heim.
Aber der Kopf und die Augen, boah, wenn die wehtun, die kann ich nicht überreden. Die kann ich nicht überreden. Das spiele ich. Ich muss versuchen, eine Ferrari mal höher zu setzen. Aber zustimmen kann ich dir, oder? Ist das okay? Zumindest ein bisschen Racing noch. Können wir Und noch ein machen. bisschen quatschen vielleicht. Fahren wir gerade Brot auf. Brot. Sag ja, ein bisschen schwach, ein bisschen schwach. Noch morgen Mittag um 13 Uhr oder so. Morgen Mittag zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr noch die letzte Antibiotika und dann haben wir es. Ich weiß nicht, wie sehr mich das. Wie sehr mich das Spray noch mit einnimmt. Aber. Ich kann jetzt nicht mehr so viel neben zum Husten da drücken hier. Gucken. Ich frage mich gerade, wo kann man denn einstellen Ja. mit höher legen? Sage ich Das dir, geht bei gar nicht. Aufhängen. Ja, Aufhängen. gibt's gar nicht. Ist So? das nicht? Ist Ach das so. Englisch? Sus Doch, aufhängen. Es gibt etwas anderes aufhängen, geht Aufhängung. Bei den normalen Aufhängen. Ich lade gerade auch einen, kann ich dir sagen. Hier. Werkzeugdings da. Aufhängung und dann ist es Höhe LV, RV und unten Höhe LHRR. Die ist höher, tiefer. Siehst du das? Ja, okay. Das ist die Höhe vom Auto. Das heißt bei mir halt Chamber. Warum ist denn das bei mir auf Englisch? Ich hab alles auf Deutsch. Ich habe das Spiel auf Deutsch. Kann man bestimmt umstellen irgendwie. Ich habe es irgendwie immer auf Deutsch gehabt, keine Ahnung. Bist ja abgehoben und will zeigen, dass du Englisch kannst. Ja. Mein Englisch nix gut. Halt 1A Otto Englisch. Meinst du auch nicht, aber es reicht, um dich durch die Prozessorwelt durchzuschlagen. Ja, für so für Hardware-Sachen reicht's genau. Aber lesen ist auch nochmal was anderes als. Ja, okay, wobei, okay. Ich wusste gerade das englische Wort für. Dieses. Fürs Dings nicht. Dings weiß ich auch nicht. Was denn? Naja, für den. Sag's auf Deutsch. Wie heißt es denn? Wir warten jetzt. Ja, fürs Fahrgestell halt. Karosserie oder was? Naja, um das höher zu machen halt. Ich weiß nicht, wo man das macht. Aufhängung. Hast du es jetzt gefunden? Naja, aber auch nur, weil ich es wiedererkannt habe. Und ich gerade zufälligerweise genau da drauf war, was du gezeigt hast. Ach so. Ich dachte halt Damper Suspension und sowas irgendwie so. Nee, stand da nicht. So, beim Suspension war was anderes irgendwie. Das ist die Federung. Genau, das ist was anderes. Ist das? Warm genug? Okay. Mal gucken. Ich habe jetzt alles genommen, ne? Was ich konnte. Ich muss normalerweise im Abstand von einer Stunde was nehmen.
Aber ich habe einfach jetzt alle vier Sachen mir rein, ne, alle fünf Sachen reingehauen, die ich in den nächsten 1,5 Stunden oder 2 Stunden nehmen müsste. Mir ist egal. Mal gucken, vielleicht geht es ja dann besser. Also ich werde zwar abseits, im Abseits stehe ich immer, also abwesend sein, was ich auch bin, sowieso im Kopf, aber puh, das wird wild, ey. Das wird wild. Alles neidzwirbelt. Oh. Wohnzimmer umschalten. Ich weiß gar nicht, ob ich bis jetzt viel gelernt habe bei der Strecke. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hatte schon ziemlich schnell bei der Strecke eigentlich fertig soweit. So, was hast du Ich jetzt weiß gemacht? auch Tiefer nicht. gelegt oder was? Oder höher. Nee, höher. Okay. Also du fährst da noch gar nicht. Doch. Achso, du hast ja wieder Bild freigegeben, gell? Ich habe das voll vergessen. Ich zeig einfach mein Bild, dass ich dich anschaue. Musst du mir mal sagen, weil ich sehe Habe ich Discord erst nicht, wenn ich gemacht, in der als du Küche bin. meintest, du willst mir zugucken. Ach so, ja, ich gucke ja einfach so. Oh. Ist ja egal, es kostet kaum Leistung. Boah. Starke Grafikkarte. Schau aber trotzdem dein Screen auch. Ich finde das geil mit der Übersicht, die du hast. Mit dem Vorfeld. Mach das doch auch, wenn es dir gefällt. Nein, ich sehe da zu wenig. Ist bei mir ist nicht so groß wie bei dir, weißt du? Ja, das ist ja genau das, was ich letztens erzählt habe. Er hat mir ja empfohlen, diese Größe ungefähr zu nehmen. Genau konnte ich es nicht sagen, weil der Rechner nur bis irgendwie 80 Zoll ging oder sowas. Da habe ich versucht, mir das im Kopf so ein bisschen größer vorzustellen. Aber im Prinzip ging die Zahl halt immer weiter runter. Ende wäre das dann vermutlich Standardeinstellung geworden. Das ist wohl bei der Du Größe kannst schon ja am auch besten. so eine simple X-Formel machen, weißt du? Ja, aber ich komme auch drauf. So wichtig ist mir das dann doch nicht. Ich hab jetzt ungefähr die angegebene Ding bei mir. 52 habe ich. Ich kann auch noch ein bisschen Ja, höher super. stellen, weil ich bin noch ein paar Zentimeter vor und zurück. Mein Kopf lege ich halt manchmal, aber 52 ist okay. Ganz grob wird es bei mir auch stimmen. Aber ich bin zufrieden, ich sehe genug. Manchmal, vielleicht ja. Man gewöhnt sich. Wow! Okay, so schnell konnte ich den Knopf jetzt nicht drücken. Hier, pass auf! Instant Knopf drück. In 3, 2, 1, zack. Wow, krass. Hast du gezahlt? 1700? Ja, ich glaube, umso länger du fährst, umso teurer wird's. Ui. Ich dachte, ich habe 1000 maximal gemacht. Nee, Aber nee, du musst halt nee. nur Ich bin einmal schon. eine gute Runde fahren, du kriegst sofort deine 5000. Wenn du die ganz am Anfang schon fährst, hast du verkackt. Deswegen, du müsstest irgendwie mehr Kilometer Geld kriegen oder sowas. Das gibt's nicht. Das habe ich halt auch gesagt. Kilometergeld wäre geil. Du kriegst gar kein Geld für Kilometer. Kriegst nur für Ah, finde ich Aktionen. schade. Ist halt für Rennen ausgelegt, dann kriegst du ja gut Geld.
vielleicht sollten wir das Training ausmachen. Was dann? Nee, das Geld. Wenn du jetzt so wie wir beide den einen Tag die halbe Nacht die Zeit nicht verbesserst, sind wir pleite. Dann schlagst du kurz auf ein anderes Auto ein. Okay. Kurz in das andere Auto, fährst eine gemütliche Runde, schlägst dann die und schlägst du nochmal. Also, es geht ja. Das war nix. Das war auch nix. Ich würde gerne bei dem einen Rechner meine Netzwerkkarte, glaube ich, 1 Gigabit, und wenn ich dann von meinem Stream-Rechner was kopiere, gibt es noch Frames, weil das ganze Netzwerk ausgelastet ist. Dann kann ich nicht einmal noch die 6 bis 8 Mbit streamen. Ich würde gerne eine Netzwerkkarte heruntersetzen. Von 1 Gigabit, keine Ahnung, auf 500, 600, weil mehr brauche ich ja nicht. Nur schauen, wie das geht. Ja, also in der Fritzbox kann man die zumindest ein bisschen begrenzen. Na. Fritzbox bei meiner ist ging doof. Das irgendwie. Obwohl ich glaube, das ging nur WLAN, muss, ne? Ja, muss in Windows gehen. Aber die Fritzbox ist zu viel angeschlossen, um das allgemein zu begrenzen. Ja. Gibt man einen. Windows 10 Netzwerkkarte Drossel. Hey, Google sagt mir, das ganze Bild ist am Anfang. Sehr geil, wie du da fährst, man. Bock. Ja, aber siehst du, das ist eine gute Runde, aber es reicht nicht. Doch, Personal Best 1:39.2. Ui. Bist du gefahren? Das heißt, ich habe jetzt nur nicht gehört, was du bekommen hast. Nur nicht gering, nur geringfügig, vielleicht sogar gar nichts. Weiß ich nicht. Doch, genau. Personal Best, dann musst du irgendwas gekriegt haben. Okay.
Ja, das heißt, deine persönliche beste Zeit ist, ist eine neue. Okay. Zumindest ist es da oben bei dir. Huch. Doing. Ach, mir steht. Die Zeit ist schon krass mit der Ferrari, zumindest für mich. Und deine erst recht. Wo ist denn meine? Ein 36,484. Center 1,3547. Das ist krass. Das ist krass. Noch genau eine Sekunde besser als ich. Das ist aber nicht mehr so viel. Ja, pass auf. 3, 2, 1 und klick. Krass, was hast du denn jetzt bekommen für die beste Runde? 4.700. Das ist doch okay, guck mal. Ja, ich bin im Minus. Ja, wie gesagt, es ist ja gedacht für den Anfang. Wenn du zum Beispiel ein Auto neu fährst, fährst du ja eine Runde nach dem anderen immer besser, weißt du? Du machst ja, aber du jetzt machst hast vielleicht du schon 38,6 und das ist für mich schon unerreichbar. Ja, nee, du musst nur deine eigene halt schlagen, oder? Ja, ja, klar, die, das ist dir die neue Zeit. Genau. Nee, 38. Deine eigene Zeit ist jetzt 1,39,1 und du musst einfach nur die unterbieten, eine. Nee, hier steht, you earn 4.600 for reaching Level 46, next time to beat 1.38,6. Für 4.700 Reward. Was ist, wenn du dann deine Personal Best schlägst? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Wird aber hart. Das ist vielleicht auch. Das ist vielleicht auch fürs nächste Level ab. Weiß nicht genau. Glaub nicht, dass ich die schaffe so schnell. Das 0,5 unter einer Zeit. Nee, das ist krass. Also. So schwer. Ja. Fuck. Gleich wieder ärmer.
5 okay. Dollar für Damage. Ja, du, wenn Arme. Du gerade erst auf die Strecke gekommen bist, kostet dich das nicht so viel. Ich glaube, zählt auch die Geschwindigkeit, oder? Weiß ich nicht. Ja, kann sein. Man trifft es ja mit so wenig Speed nicht so viel an. Nachher noch ein paar Flaschen Kühlschrank rein. Und die zweite Charge werde ich auch essen, hab Hunger, scheißegal. Heute irgendwie Fresstag. Müsste auch mal sein. Am Wochenende ist das generell immer empfehlenswert, sich einmal richtig voll zu fressen. Das machen Sportler auch alle so. Ja, mache dann auch genau den Sport in der Woche wie die. Formel 1-Fahrer, der darf erstmal 2 Tage fressen, um wieder auf Gewicht zu kommen. Ja, der verliert 3 Liter, 3 Kilo beim Fahren, beim Rennen. Das Diät. Ja. Das ist alles Wasser. Aber heftig, ne? Ja, hab ich auch schon gehabt. Ich hab das auch schon viel mehr hingekriegt. Okay. Du hast ja auch gesagt, diese ganzen Overalls und so, ne, was wir da anhaben. Ist auch wild. Ah, es ist. Da hätte ich keinen Bock. Helm alleine schon finde ich ja ätzend. Stell dir vor, du sitzt die ganze Zeit da mit Helm und fährst. Ja, gut, du hast ja auch Fahrtwind, so ist ja nicht. Bist du da. Ne, also hältst. Und ein Helm vom Unterschied vom Stehen und vom Fahren ist ein riesiger Unterschied. Ich hab ja selbst Moped, Führerschein. Wenn du stehst, schmilzt, wenn du fährst, hast du doch ein bisschen Wind. Ja, stimmt. Aber da gibt es also dann ja auch wieder Klassen, wo sie durchaus Scheiben und so um sich haben. So wie das, was wir hier fahren. Oder haben die Scheiben? Ja, haben sie. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, links, rechts. Bin ich offen, sind Teile. Je nachdem. Ich glaube nicht wegen dem Wind. Das macht den Wagen ja langsamer. Wenn da so ein Unterdruck entsteht, ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, so ein NASCAR ist offen oder so, ich bin nicht sicher. Mal schauen, ich dachte, der NASCAR ist offen. Jetzt sah es immer so aus, als ob der Überschlagbügel immer so offen war da. Ja, gute Frage, NASCAR ist nicht so etwas, was ich schon mal gesehen habe. Höchstens bei den Simpsons. Simpsons? Ja. Oder South Park. Das ist die beste Quelle für sowas. Einfach mal den Preis fahren mit Wackelsiel. Ich habe letztens gesagt, hier, schreckliche nette Familie kann man heutzutage nicht mehr im Fernsehen bringen. Ne? Die laufen wieder auf RTL, habe ich gestern mal nachgelesen. Achso, hat jetzt RTL nicht Kabel 1? Okay. Ich habe gar nichts, ne, ich gucke die aufzeichnungsmäßig. Aber die laufen wohl laut Wikipedia aktuell wieder auf RTL. Das ist doch toll. Da lernt die Jugend mal was wieder, oder? Ich würde das Twitch und YouTube da drin vorkommen. Da gehören die ganz schlimmen Wörter rein, sind da drinne, die du auf Twitch nicht mehr sagen darfst. Ja, wild, oder? Also so, wenn es um so Zeichnung für Männer geht, zum Beispiel, ist das, oder Frauen. Ist das bei von Amazon Prime, ist das? Nee, ich habe hier Platten so. So. Weil ich frag nur, weil Amazon Prime kann man ja gucken mit dem Zuschauer. Gemeinsam. Kann man das? Ohne dass du für den Inhalt belangt bist, weil der Inhalt wird bei jedem selber gestreamt.
Du guckst nur das gleiche zur gleichen Zeit mit allen Zuschauern, ja. Achso, du meinst jetzt Watch Party? Genau, genau. Watch Party. Achso, ja klar. Aber ich hab. Auf Prime habe ich nicht, aber. Du kannst auch bei dir nicht. Kannst Willst du Channel Watch Party machen? Oder meinst du privat so? Man könnte Watch Party machen, wenn es Prime wäre. Dann könnte man. Müsste man keine Angst haben, was diese ganzen Wörter angeht. Ich habe die auch schon auf Prime geguckt. Glaube ich, mich zu erinnern. Oder nee, warte mal. Doch. Nee, Two and a Half Men habe ich bei Prime geguckt. Das weiß ich selber nicht. Aber es kann sein, dass die auf Prime sind. Ja klar, über Prime darf man das gucken. Das ist nicht. Wir haben uns schon über Watch Parties, Eis am Stiel und sowas angeguckt und hier 50 Shades of Grey. Wo eigentlich die ganze Zeit eine nackte Frau rumläuft. Genau, und das ist eigentlich egal, weil es ist ja nicht dein Content. Das ist einfach nur. Und schaut sich jeder selber. Und Sprache ist eigentlich auch nicht zensiert, außer es ist irgendwie gegen das Gesetz. Also beleidigen darfst du halt nicht. Ja, okay. Mhm. Im Grunde aber genau. Das ist egal, was im Film vorkommt, du kannst einfach nicht belangt werden. Also ich kenne andere Streamer, die schmeißen ja jedes Schimpfwort raus, was es nur gibt. So. Also die werden dafür auch nicht belangt. Die sind ja. Und da ist jetzt irgendwie. Es sind nur ein paar, die verboten sind, nicht viele. Ja, also genau. Fuck oder so ein Scheiß ist wurscht. Genau. Und Monte sagt ja gerne Huben irgendwas. Ja, ist auch erlaubt. Und die weiblichen Streamerinnen, die sind ja alle der Meinung, dass man das Vagina-Wort von ihnen nicht verwenden darf, aber sie dürfen jeden Typen als Wichser beleidigen. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Sind die ja der Meinung, dass das in Ordnung ist? Ja. Was es eigentlich schon nicht mehr ist, meiner Meinung nach. Weil das ja dann wieder fair ist, weißt du? Nee, aber das ist so bescheuert. Die dürfen alles. Ich weiß. Katastrophe. Schlimm ist es nur, wenn wir es tun. Ja. Dann ist aber die Hölle los. Es wird leider so. Wenn du das mal ansprichst und das erwähnst, gucken sie nur leer ins Leere, antworten nicht, geben da kein Feedback. Sven, das ein Ohr rein, andere Ohr raus. Oh. Und da ist dann die Gerechtigkeit wieder hinweg. Ja, dann gibt es keine Prinzipien mehr, was sich sonst wegen jeder Kleinigkeit aufregen. Ja. Was wenn sie warten? Ja, sind ja nicht alle so. Und schon wieder abgesichert. Genau. Ach so. Dreh ein. Dauert noch so lang. Dreh ein. Ganz Dachzeit hier. Besser kann ich auch bald nicht mehr fahren, so. Klar, bist Profi, Mann. Okay, die war zu langsam.
mag ihn noch. Und jetzt? Ah, sah schlimmer aus, als es war, glaube ich. Oh. No! Zu früh rausgeben. Da, dann dürftest du jetzt gar keine Verzögerung haben, wenn du das über das Spiel guckst. Kann das sein? Du hast über Discord eh keine Verzögerung. Also ich habe Ton über mein Spiel und Bild über dein Discord. Wow. Okay, das wusste ich gar nicht. Also quasi, wenn wir reden, also du siehst es fast in Echtzeit, ja? Es ist Echtzeit, ja. Ja, krass. Vielleicht diesen Ping vom Internet, keine Ahnung, 30 ja, das Millisekunden ist ja egal. Oder 50 oder 100, egal. Aber nicht bei Twitch so. Bei Twitch gibt's dann noch über extra Server oder so. Das zeigt mir ja direkt irgendwie. Bei Twitch schicke ich es hoch, es wird noch komprimiert, wegen dem Encoding. Dann tut es Twitch nochmal kodieren und schickst alles weiter irgendwie. So wie es lustig kommt, sie nicht an. Ja, ja. Es wird ja auch teilweise stark verändert, das Bild. Heller, dunkler, weiß der Geier. Ja. Ist ja bei Twitches Realtime-Encoding total geil. Kannst du ja unendlich die Qualität ändern, weißt du? So tue ich ja nicht streamen. Ich tue mit einer Qualität streamen, man kann dann mit mehreren schauen. Ah, die Kurve war gut genommen. Glaube ich zumindest. Bitte? Eben die eine Kurve habe ich mal ganz gut hingekriegt. Ja. Wow, aber da fand ich nicht. Ah, macht nichts. Das war jetzt gewillt, aber war geil noch. Okay, vorbei. Schon verloren, schade. War eh verloren. Naja. Glaube ich. Du siehst mehr als ich. Ich habe ja keine Zeiten hier. Ne, ich sehe deinen Monitor. Ah. Ich sehe, was du siehst. Ich höre nur meins. Andersrum war das, ja. Und wenn man zusieht, dann sieht man nicht das. Sieht man nur so irgendeine Blödsinn. Ist kein On-Screen-Display. Ah, hier siehst du diese Kurve. Ich kann ja mal die Kurve versuchen, nicht auf sicher zu fahren, sondern auch schnell. Weil da kann man echt einen Trick einbauen, wie man die richtig schnell kriegt. Ich hab die mal so schnell hingekriegt. Das habe ich auch noch nicht mehr. Das kriege ich nicht so oft hin. Ah, kein Benzin mehr. Lol. Gesehen? Ja. Deswegen habe ich ja so LOL gesagt, da mir, what the fuck, der Typ. Ja, ja. Dein Sackgesicht. Ich dachte die ganze Zeit immer beim Fahren, du bist immer 3 Sekunden hinter mir, aber ist ja witzig, dass das in Echtzeit geht. Auf ein neues. Ja, oder rumpelt weniger am Anfang, aber ich bin mir nicht sicher. Aber auch nicht spürbar jetzt so, dass man es machen müsste. Eventuell habe ich dadurch den Wagen nur langsamer gemacht. Na, schau mal. Lässt du wieder zurücksetzen und... Wenn es dann besser anfühlt, weiß man, man hat was falsch gemacht. Ach. Die Kurve hier ist einer meiner Endgegner, ich weiß nicht. Ja, bei mir auch. Ja, ja.
Die hier ist jetzt von einer anderen, aber... Das ist ja das Gleiche. Also die gehören ja zusammen, die drei. Rechts, 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 links, die gehören ja. Das ist ja, das, also das ist ja ein, eine Scheiße. Bei der weiß ich immer nicht, soll ich die eng fahren, soll ich die außen fahren? So, jetzt mal. Ah, fuck, man kann hier einmal rumdriften, so. Dass du quasi schon Vollgas geben kannst, wieder viel, viel eher. Aber wie du siehst, nicht hingekriegt. Dazu lassen wir jetzt nicht. Ah, bei mir nicht, ne? Ich verkack da auch immer. Brumm, brumm, moin. Deswegen sollst du auch verkacken, weißt du, kannst du nicht besser machen. Aber nichts gönnen, nie wieder. No. Das ist praktisch. Bevor ich einschlage, heftig, einen Knopf drücken. Das ist Schäden. Oh, warte mal. Kann man... Weg, Mann. Die Setting mal... Was habe ich gesagt? Oh, ich war doch falsch, glaube ich. Hier war das, ne? Achso, ich bin ja klug, ich sehe das schlecht. Aufhängung. Nee. Es gibt... So, warte, ich sehe es von hier nicht. Ich muss... ich stelle sie auch standard um. Reset to default. Fuel. Jets. Und jetzt. Aber es ist immer noch heiß hier, ne? Keine Chance hast du. Das ist, ich stehe hier und es ist einfach heiß. Ich bin nicht direkt draußen hier. Ich habe 21,5. Ich sank da gleich im Wohnzimmer, nicht da. Bin. Aber bei dir ist Fenster schon weit offen oder nur Kippe? Komplett, es sind Türen offen. Zwei Balkontüren offen. Doppelt. Boah. Und trotzdem, ich stehe ja im Balkon. Ich kann auf den Balkon gehen, ist das warm. Ich gehe jetzt nicht, weißt du? Das, du hast Balkon, das hätte ich auch gerne. Meine Wohnung ist quasi einzige Wohnung ohne Balkon. Achso. Ja, nutze ich eh nicht. Habe ich früher noch genutzt, weil ich noch geliebt, aber seitdem ich tot bin, nutze ich nicht mehr. Der ab und zu mein Steak grillen. Ach, das kann ich auch so. Ich habe Kontaktgrill und alles hier. Okay. Habe ich mal geschenkt bekommen zu Weihnachten, so einen günstigen vom All Die. Aber ist okay. Habe ich schon ein paar Mal probiert, ist okay. Kann man machen. Das ist elektrisch? Ja. Das ist eh gesünder. Es hat so wie so ein größerer Sandwich Maker. Weißt du? Cool. Zum Glück. So ein Ding. Machst du halt einfach zu. Boah, ich glaube, jetzt fühlt sich das Auto besser an. Aber sieht aber scheiße aus, verkaufst du auch nochmal schnell. Standardeinstellung, also beste. Bei dem Auto teilweise ja, ich habe das nur noch ein bisschen tiefer gesetzt, gelegt bei mir. Dann geht es noch krasser. Ah, nicht hingekriegt. Manchmal lenkt er nicht ein, aber vielleicht liegt es jetzt auch an dem anderen Setup.
der zu schnell war? Ich kann sagen, vielleicht bist du schnell, dann rutscht schon weg. Der lenkt ja nicht mehr. Boah, jetzt habe ich geschlafen. Da hinten mein Schuh, oder? Sah wild aus. Oh, oh nee, das war einfach zu viel Körper. Das war zu viel Körper. Keine Chance. Am Körper beschleunigen ist das. Darfst du nicht. Mit dem BW geht das. Aber auch nur begrenzt. Bin da auch gedreht. Ich bin ja, aber ich bin mit den halben, dieses halbe, diesen halben Berg mit dem BW drüber und das ging, wenn du nicht gleichzeitig irgendwie noch eingelenkt hast. So richtig so rüber gehüpft. Ja, ohne Lenken? Na, wieder geht's. Vielleicht. Hat zwar ein bisschen nach links und rechts ausgeschlagen, aber ging. Ja, nee, Huckel wird nicht besser durch. Obwohl, ich habe ihn ja gar nicht tiefer gelegt. Ich habe irgendwas anderes eingestellt, wo ich dachte, es ist tiefer legen. Na siehst du. Geht doch. Ist schlecht geschaltet. Fuck. Jetzt aber, Jens, jetzt gibt er noch mal ein bisschen Mühe jetzt hier. Was mit dir? Hier mal einfach. Ah, oh, siehst du, da kann man richtig, man kann den Curve nutzen. Ich mal Knopf drücken sollen, um auch so ein bisschen ins Rutschen zu kommen. Dann kann man richtig geil einmal so rumsliden. Bumsen? Sliden, nicht bumsen. Bumsen? Ja, bumsen mögen wir alle, aber in dem Fall ist sliden besser. Okay. Naja, gut. Dann macht's Wumms beim Bums, beim Sliden. Na gut, einigen wir uns darauf. Oh. Ups. King-Version mehr erfahren. Na, irgendwie juckt es dich schon, das spielen zu dürfen, oder? Was denn? Da bin ich auch noch. Lich King? Guckst da immer mal hin, so. Ah, soll ich vielleicht doch? Vielleicht doch. Bloody Shit. Ich muss dann kurz AFK. In die Sucht reinhaut. Ja. Man muss sich informieren, was im Internet so passiert, weiß ich mal.
Naja, kenne ich. Lies auch jeden Tag meine Quake 3 News, Kappa. Same. Mhm. Ich wollte nur schauen, was für Pakete es so gibt bei Hitchking. Naja, so fängt das an. Du solltest doch runterschalten, Mann. Lein Ursock. Stufe 60. Nein! Epic Edition, was ist denn mit denen? Mensch, Jens. Warum fährt er eigentlich so langsam? Welches Auto fährt denn so langsam im ersten Gang an? Ja, weil du die Kupplung nicht drückst. Ja, das, du musst halt so wie ein echt anfahren bei dem. Du musst die Kupplung drücken, dann Kupplung langsam loslassen und immer mehr Gas geben. Heute glaube ich schon mal erzielt, ne? Weißt du? Ja, aber hast du dir nicht ein Zweierpedal gekauft? Ja, aber ich kann es auch nicht. Ich kann es ja nicht, aber du kannst es. Ja, ich kann das nicht kuppeln, habe ich schon ausprobiert. Müsste ich üben. Ist auch nicht das Schwerste im Autofahren eigentlich, wenn man ein echt fährt. Ja, das glaube ich. Ich meine, ich bin schon Go-Kart gefahren, ja. Da gibt es keine Kuppel, oder? Ja, nee. Da gibt es nur Gas und Bremse. Ja. Aber Go-Kart fahren macht Spaß. Hey. Vielleicht treffen wir uns alle mal und treffen wir mal am Go-Kart. Die ganze Keep Racing Community. Bei uns hier in der Gegend haben wir, glaube ich, eine Ralf Schumacher Kartbahn oder sowas. Oder zumindest jetzt nicht so super weit weg. Die soll gut sein, habe ich gehört. Und bei euch weiß ich nicht, was da abgeht. Gibt's auch einige. Ach, es gibt zwei Indoor und eine Outdoor, aber die Outdoor ist irgendwie verkauft worden. Jetzt passiert da nichts mehr, keine Ahnung. Wäre schade, weil das war die beste Outdoor-Strecke hier. Sind noch Leute von ganz Bayern gekommen oder so her. Fahren. War ganz cool eigentlich. Aber trotzdem, jeden Sonntag, das ist gar nicht so weit weg von hier. Jeden Sonntag immer miau, 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 miau hören. Was? Ich bin noch in der Nähe. Bin noch in der Nähe, wenn ich mal kurz fliege. Von einer Schießanlage. Das ist dann Huhntaubenschießen. So eine Scheiße, weißt du? Ja. Aber das hörst du nicht mehr laut, ne? Sondern nur so ganz leise in der Ferne, oder? Dück, dück, dück. Mit Fenster zu, mit allem. Immer dück, dück. Das hörst du. Das ist so ein Geräusch, das hörst du. Also wir haben bei uns in der Nähe in ihr drin Übungsplatzgelände, aber da hörst du es nur in der Ferne mal so klock, klock oder sowas. Gut, das ist bei mir auch in der Nähe. Riesen beschissenes Militärtrainingsgebiet ländlicher. Ja, bei uns machen die das nicht mehr so viel wie früher. Früher war hier Halligalli. Das meiste hat Bayern aufgekauft und hat da jetzt wieder Sachen hingestellt. Also Bayern Verein, weißt du, Fußball, Basketball und so was. Früher war es mehr, ja. Da gibt es bei euch in Bayern eigentlich Schützenfest? Mhm.
Okay, weil ich habe letztens in einem Twitch-Chat mitgekriegt, dass es gar nicht doch, überall Schätzefest heißt. Also, sondern klar. Bei manchen heißt es Kirmes oder irgendwie Jahresfest und was weiß ich nicht alles. Ja, das heißt bei uns Wiesen. Ah, siehste. Das meine ich ja. Oktoberfest. Aber Schützenfest kennen wir alle auch. Okay, aber, ihr kennt es, ja. Okay. Aber die Insights-Bowl ist eigentlich einfach nur also gut, Festzelt. Wo geht man so? Ein Biergarten, Festzelt, sowas. Also Festzelt halt. Ja, bei uns heißt Schützenfest, Schützenfest. Schützenfest ist quasi Jahrmarkt oder sowas halt. Wo die Schützen halt feiern, nachdem sie um den Gewinn geschossen, also um die Wette geschossen haben. Und okay. Dann werden die Schützenkönige gekürt und dazu gibt es dann das Schützenfest. Und da werden dann die Schützen halt kriegen dann so eine Medaille und dann gibt es ein Feuerwerk und dann geht das Fest wieder weiter und das Besäufnis. Bei uns, ja, ich habe diese Zeremonie nie mitgemacht, keine Ahnung. Bei uns gibt es halt einfach nur so Festzelte, weißt du? Momentan. Siehst du mal, ich bin Schützenverein Ehrenmitglied. Ach du Scheiße, was ist mit dir? Ja, die Frau, der der Schützenverein gehört, das ist Arbeitskollegin von meiner Tante und wir mussten auch die Beiträge oder irgendwie sowas bezahlen. Wenn wir Bock hatten, konnten wir mitlaufen oder halt mitschießen. Na klar. Wobei das Schießen halt Geld kostet. Ne? Man zahlt pro Scheiben, dann kriegt man irgendwie 10 Scheiben und dann zahlt sie da 5 Euro für oder so Blödsinn. Aber ansonsten gratis. Cool. Ja, ich habe das früher mal gemocht. So mit dem Schützenverein, ne, man läuft dann so durchs Dorf durch und macht dann halt so eine Parade und die anderen Vereine so ein treffen Marsch, sich dann ne? auch mal. Genau. Die Mädchen ich mochten immer die Schützen. Ja, ganz klar. Weil ich gut zielen können, Kappa. Ich glaube, das ist der Dresscode, den die mögen. Oder diese Disziplin, du meinst, die sie dann sehen. Du meinst so, Uniform. Auf Uniform steht ja jeder, egal ob Mann oder Frau. Wir haben ja auch diesen Dress. Ja. Sieht jetzt, also wir haben jetzt keine Lederhosen, aber... Hat ja auch jeder Schützenverein anderes. Genau. Jeder Verein anderen Dress, hat ja jeder seinen eigenen Schein. Die Farben unterscheiden sich meistens. Bei uns war es, glaube ich, mehr grün und bei euch wird es vermutlich mehr hellblau und sowas sein. Also die empfehlen mir für World in the Warcraft, ich werde mal die Empfehlungen offen haben, 6 Kernprozessor, kann ich hier nicht zocken, vergiss es. Wir haben gerade drüber gesprochen. Haben. Du hast ja 8 Speeds, das zählt auch. Nee, das zählt halt nicht. Das braucht ja echte Kerne. Ja, er fällt gerade nicht ein, wie man das hier bei uns nennt. Er geht einfach ins Festzelt. Keine Ahnung, wie nennt man das denn? Man geht einfach auf die... Ich weiß nicht, wenn es außerhalb der Wiesn ist, wie nennt man das denn? Das ist einfach nur ein... Hab ich vergessen. Ein Stadtfest vielleicht, nee. Stadtfest auch, ja. Klar, man hat ja mehrere Namen, es gibt ja speziellen Namen. Hattest du es auch, klar. Ja, bei uns ist das tatsächlich mit den Schützen verankert. Ansonsten wären das einfach nur irgendwelche Stadt- oder Dorffeste, aber das sind halt keine Schützenfeste. Schützenfeste sind halt die speziellen. Okay. Wisst ihr mal, und ich wusste gar nicht, dass das nicht überall so ist. Bis ich das nimm, es war einem gar nicht so bewusst. Weil im Grunde genommen siehst du die Feste ja überall in Deutschland, nur heißen sie anders und haben auch oft einen anderen Grund. Genau. Ich brauche eine Breitband-Internetverbindung. Was ist denn das? Was? Mit 6 Kernen meinen die wahrscheinlich noch so einen alten Phantom. Mit seinen geschummelten 6 Kernen. Ja, ein X6, oder? Ja. Gibt's sowas? Ich hatte X4. War mein. Warte mal. Aber der war so schlecht. Ja, klar, der war so schlecht. Modulen. Ist mir nur ausgefallen. Ausgefallen, immer neu gestartet, keine Ahnung. Ja, mein Kumpel hatte den Phantom 2, habe ich glaube ich schon mal erzählt, wie eifersüchtig er war, sich mein Intel irgendwie auf
über 1 Gigahertz übertakten konnte und bei ihm waren gerade mal 200 Megahertz möglich. Ja, 200 Megahertz ist heutzutage viel. Heutzutage? Ja, findest du? Ja, wenn du von 5... Das ist nicht viel. Wenn du von 4,8 auf 5 kannst oder von 5 auf 5,2, 5,3, ist viel. Aber mhm. wenn wir jetzt so die Single Benchmarks von den aktuellen so. Neuen Raptor Lakes mit den von den alten, da haben die dann meistens so 1-200 Megahertz mehr und schaffen halt nicht mal 5%. So. Mhm. Achso, ich höre jetzt noch einen Takt oder so. Mhm. Ja, okay. Schnell drücken. Naja, gut, aber 1 Giga, was waren das? 4, 5, 6, 7, ja genau, 1,3 Gigahertz habe ich ihn übertaktet. Mit okay. 1,48 Volt. Boah, hast du viel oder was? Das ist krass, ja. Ey, ja, Mr. Ja, Racepoint, danke dir. Moin, moin. Ich hatte kurz einen Raid hier. Moin, moin. Danke euch. Ich fahre gerade aktiv gar nicht. Ich bin gerade im Essen und Jensen fahre dich zack zum Discord. Hi ho. Guten Morgen. Ja, wie immer halt hier. Moin moin und Abend und Servus grüßt euch. Ich habe auch gerade Wireless Mikrofon an, weil ich hier spazieren gehe zwischen Küche und Wohnzimmer und esse gerade hier. Bisschen Restlasagne noch, bisschen Gurken. Ja, und ein bisschen fahren nebenbei. Also ich nicht. Wie immer wechseln wir die Strecke alle 2 bis 3 Tage. Heute ist noch Sandfahrt dran. Morgen ist, glaube ich, beim Kialami bis Mittwoch oder so. Dann Slowakiering oder irgendwie als nächstes oder übernächstes. Mal schauen. Wir wechseln alle 3 Tage die Strecke und fahren sie mit 10 GTA3 Autos, mit 4-5 GTE Autos, mit Formel 1 Autos, aktuell Formel 2, Formel 3, LMH, LMP und auch 1991 Formel 1. Ich habe 3 Server aktiv. Also alle GT3, die man kennt, alle GTEs, das Pandora zu denen. Dann Formel 1 bis 3, LMP 1 bis 3 und LMH sind 2. Der Klickenhaus und der Toyota. Aber die sind am anderen Server. Wir haben 3 Server. Also ich habe mal gestern noch einen dritten gemacht. Genau, die CR8. GTI CR8 Corvette, genau. Die habe ich vorgestern drauf getan. Oder gestern? Ne, gestern. Mhm. Ich kann mal kurz mein Bild machen und zeige ich dir welche da wieder. Ja. Und mein Bild. Das sind die GTE-Cars. Haben mich alle außer die Ferrari, weiß ich nicht, wo man den kauft. Ich bin heute den BMW gefahren, M8, und kurzzeitig die Corvette. Die anderen muss ich noch testen. Also den kenne ich auch schon, den Porsche. Aber 2021er Modell. Aston Martin und Ford muss ich noch fahren. Habe ich am Server, aber ich fahre die Autos dann schon viele Runden, wenn ich sie teste. Keine Ahnung, so 20, 30 Runden.